Hallo ihr Lieben, hier ist Maxi von der Altona Silberwerkstatt. Heute ist der 18. August und heute um 18 Uhr gehen folgende Messer online. Das sind Custom Mates aus Australien. Der Messermacher ist Dominik Binkert, ganz junger Messermacher, Anfang Mitte 20, ist seit mehreren Jahren Fulltime Knife Maker, sagt er, in einem Land Australien, in dem es, glaube ich, unter 10 Arbeitskollegen gibt, die das hauptberuflich machen. Wir haben das Messer Brut. Das ist ein kleines Fixed. Die Gesamtlänge ist bei dem Messer, ich muss mal eben kurz schauen, was ich aufgeschrieben habe, 15 cm. Klingenlänge 6,5. Klingenbreite, du siehst schon, 4,5 mm. Ist ein ordentlicher Brummer, aber du hast an beiden Seiten einen Hohlschliff. Ist Nitro-V-Stahl, das heißt, er ist schon so ein kleiner Schneidteufel, dadurch, dass du ja an beiden Seiten den Hohlschliff hast. Ihr seht hier Micarta Grün. Und Micarta Schwarz. Daneben gibt es noch Amboina mit den roten Linern. Wunderschönes Holz. Und Cocobolo. Zu jedem dieser Messer gibt es eine Kydex. Messer sitzt gut ordentlich stramm drin. Und ich zeige euch gleich nochmal die Verpackungen zu dem Messer. Die kommen in diesen Kartons. Und da drin findest du ein paar Sticker, eine Visitenkarte, aber auch das Wichtigste, neben dem Naschi natürlich, die Karte. Dominik, nochmal seine Unterschrift. Der Nitro-V-Stahl, das Material, was verwendet wird, der Name. Die Messer sind einzeln durchnummeriert. Diese Nummer findest du auch auf der Karte. So. Micarta Brut. Oh, sorry, jetzt habe ich da ein Stativ gewackelt. Brut heißt das Messer, genau. Daneben gehen noch zwei Infernums online. Das sind diese hier. Das Infernum ist ein Messer, was länger ist, schlanker gearbeitet, aber auch eine sehr interessante Klingenschliff hat. Das ist jetzt die schwarze G10-Variante. Ich halte es mal so ein bisschen, dass ihr das sehen könnt, wie die Klinge angeschliffen ist. Auch hier der Nitro-V-Stahl, hier eine schlichte schwarze Kydex dazu. Sieht schon größer, ist das Messer. Es ist dennoch 42A konform, da die Klingenlänge, ich sag mal, nur 10,2 cm hat. Die Gesamtlänge ist 22,5 cm. Die Klinge ist auch etwas dünner gearbeitet als beim Brot. Da sitzt sie bei circa 3,5 mm. Auch hier nochmal extrem dünn ausgeschliffen. Das zweite Infernum ist ein bisschen spezieller. Auch nochmal ein ganz anderer, eigener Klingenschliff. Also man sieht schon, dass der Dominik echt Lust hat, was auszuprobieren. Das ist ein Holzgriff, der ist stabilisiert. Man sieht hier noch so ein bisschen die Holzeinflüsse mit dem stabilisierten Lila, Rot, Gelb, aber auch grünen Farbtönen drin. So. Yes. Auch eine sehr schlichte schwarze Kydex dazu.
Ich lege die euch drei nochmal untereinander, so als Schlussbild. All diese Messer gehen heute Abend online. Von dem Mikata Grün haben wir ein paar mehr geordert, aber sonst ist es alles relativ knapp. So, dann vielen Dank fürs Schauen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.